Volpone oder Geld macht sexy. Mit dieser Komödie unterhalten die Schauspielerinnen und Schauspieler im Schloss Wolfpassing derzeit die Gäste des Theatersommers. Die Freude, dass dieses kulturelle Highlight auch 2023 wieder über die Bühne gehen kann, ist im Wolfpassing auf alle Fälle groß. Für uns als kleine Gemeinde war es natürlich von Beginn an eine große Herausforderung, eine derartige Veranstaltung auf die Beine zu stellen und abzuwickeln. Mittlerweile, wie gesagt, haben wir das schon zum dritten Mal. Aber bei einem derartig engagierten Team auf Theaterseite, bei derartig motivierten Menschen, die rundherum mithelfen, kann man als Gemeinde gar nicht anders als diese Veranstaltung unterstützen und eine derartige Veranstaltung auf die Beine stellen. Über die zahlreichen helfenden Hände, die den Theatersommer in den unterschiedlichsten Bereichen unterstützen, freut sich auch Intendantin Christina Meister-Sedlinger. Was ganz Besonderes ist, wir haben immer mehr junge Leute aus der Region und aus der nahen Region, die selber kommen und sagen, wir machen mit, wir unterstützen euch. Wir haben Regieassistenten inzwischen, wir haben Requisiteure aus der Region, wir haben eine junge Modestudentin, die uns die Kostüme gemacht hat aus Lund zum See. Wir haben alles, was wir uns wünschen können, mit so viel Freude aus der Region. Das ist für uns eine ganz, ganz tolle Sache. Die Voraussetzungen für eine gelungene Premiere im Schloss Wolfpassing waren also gegeben. Und das Publikum durfte sich über eine heitere Darbietung von Stefan Zweigs Komödie freuen. Im Stück dreht sich alles um den habgierigen Volpone. Und dann stelle ich mich sterbenskrank. Einer tropft ihnen schon der Geifer von der Zunge. Und sie fangen an zu tanzen, wie sie mich lieben, wie sie mir schmeicheln, wie sie mir dienen. Zertreten könnte ich diese Giftschlangen. Aber sie tanzen nach meiner Pfeife. Unter den Gästen traf man am Premierenabend auch auf einige politische Vertreter. Sie zeigten sich ebenfalls begeistert von der Aufführung im Ambiente des Arkadenhofs des Schloss Wolfpassings. Es war eine Komödie, aber irgendwie, wir haben viel gelacht, aber man nimmt auch unglaublich vieles mit. Dieses Ich, dem sollte man eins entgegensetzen, das Du und das Wir. Und ganz ehrlich, was kann das besser zeigen als diese heutige Premiere? Es wäre vielleicht manche sagen, naja, aber die Zeiten sind ja gar nicht so leicht. Sollte man da überhaupt so viel für Kultur? Und geschätzte Damen und Herren, ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass man auch Kultur darbietet, dass man Kultur unterstützt und vor allen Dingen, dass man auch mal lacht. Mit Witz, einer mitreißenden Handlung und viel Musik wird man das Wolfpassinger Publikum mit Volpone noch bis Ende August zum Lachen bringen. Wer jetzt also neugierig geworden ist, sollte sich den diesjährigen Theatersommer im Schloss Wolfpassing nicht entgehen lassen.